Kurzes Ping-Pong-Spiel mit den Technikern kurz vorm Soundcheck. Peter Hemmel ist auf dem Boden geblieben, obwohl er bei seinen Fans und in Musikerkreisen als lebende Legende gilt. Mit seiner Band Van der Graaf Generator machte er schon Ende der 60er Jahre Furore. Seit ihrer Auflösung tritt er meistens solo auf. Ein Comeback mit den alten Weggefährten wird es nicht geben. Ja, wir treffen uns hin und wieder, um über die alten Zeiten zu reden, geben Interviews, tauschen Fotos und Erinnerungen aus, sagt Peter Hemmel. Ich glaube, wir alle sind froh darüber, dass wir es schafften, aufzuhören und trotzdem gute Freunde zu bleiben. Ich denke, es war eine fantastische Band damals. Doch wir sollten Freunde bleiben und nicht versuchen, wieder 19 Jahre jung zu sein. I have a vision of you locked inside my head. Vision, einer seiner älteren Songs. Visionär auch heute noch seine Texte, wie gesungene Literatur. Manche Kritiker werfen ihm vor, zu düster zu sein, und tatsächlich, ein vordergründiger Optimismus beim Blick auf die Welt ist für ihn der falsche Weg. Man muss optimistisch sein, aber es ist nicht gut, blind optimistisch zu sein. Wir müssen hoffnungsvoll bleiben, vielleicht nicht mehr für unser Leben, aber für künftige Generationen. Das heißt, dass wir auch die harten und dunklen Seiten des Lebens genau betrachten. Zu sagen, alles sei gut, bringt uns nicht weiter. Wir müssen uns anstrengen. Man muss ein realistischer Optimist sein. I never brought myself to tell you how you kept all my demons at bay. But my silence came out as indifference. Now my diffidence has driven you away. You'll be the one with the wings. Du wirst derjenige mit den Flügeln sein. Peter Hemmel, immer noch ein brillanter Texter und Sänger. Warum wollte er nicht die ganz große Karriere? Ich wollte, dass die Musik erfolgreich ist. Ich weiß, was es heißt, berühmt zu sein. Für mich wollte ich das nicht. Ich mag es, in eine Bar zu gehen und ein Bier zu trinken. Vielleicht bemerkt mich jemand, aber wenn ich angesprochen werde, reden wir als Menschen. Bist du ein Star, kannst du nicht in eine Bar gehen, und wenn dich jemand anspricht, dann spricht er oder sie mit dem berühmten Star und nicht mit dir. Peter Hemmel. Für seine Fans ist er ein Star und ein Mensch. Heute Abend in der Fabrik ab 21 Uhr.